Und ich bin voll bei dem Kollegen Müller, wenn er eben sagt, dass die Mitglieder des Regimes im Iran und die Organisationen des Regimes im Iran, die diesen Terror gegenüber dem eigenen Volk ausüben, auch als terroristische Organisationen benannt werden. Und in dem Kontext will ich aber was ansprechen. Sie haben ja eben gesagt, ich verfolge das Thema jetzt schon 2 Jahrzehnte. Was wir in der Öffentlichkeit in den vergangenen 2 Jahrzehnten wahrgenommen haben, war das genaue Gegenteil. Nämlich, dass diejenigen, die versucht haben, für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einzutreten, als terroristische Organisationen gekennzeichnet worden sind. Und neben der klaren Benennung dessen, was ich eben zu dem Regime im Iran gesagt habe, müssen wir, glaube ich, genauso deutlich sagen, dass diese Diskriminierung derjenigen, die sich für Freiheit, Selbstbestimmung einsetzen, nicht stattfinden darf. Jetzt bin ich ein Mensch, der in seinem Leben immer ein Problem hat, wenn man erklärt, wogegen man ist. Ich sage mal, da bin ich unzufrieden, das reicht mir nicht. Also ich möchte nicht nur hören, wogegen man ist, sondern ich glaube, man muss auch definieren, wofür sind wir eigentlich. Und deshalb muss man klar und deutlich formulieren, was soll denn in Zukunft im Iran erreicht werden. Das ist heute Abend angeklungen, das steht auch in dem 10-Punkte-Plan von Frau Rajavi. Aber ich glaube, wenn man so ein Ziel hat, dann kommt hoffentlich irgendwann der Tag, wo wir uns nicht mehr zusammenfinden und wünschen, dass das mal kommen könnte, sondern irgendwann hat hoffentlich der Widerstand im Iran auch einen gewissen Erfolg und es findet eine Veränderung statt.